keine Adresse, überhaupt keine Meinung dazu. Tja, was soll ich Ihnen da sagen? Also es ist schurflich. Die Diskussion, der ist schon so lange, der ist wirklich ein Bürger gewesen, der als Schriftsteller, also ich muss ehrlich sagen, ich verehre den eigentlich. Es ist nicht in Ordnung, dass man so einen Hehl draus macht. Das soll geehrt werden. Also das ist mir schon bald zuwider. Ich hab immer gesagt, die haben Geld verdient, wo er seine Bücher verkauft hat. Da war er gut. Und jetzt ist nichts gewesen. Gefällt mir nicht. Mich ärgert manchmal, wie ganz junge Politiker in Spremberg sich ein Urteil über die Zeit erlauben, so wie ungefähr Soldbuch auf dem Tisch. So, das gefällt mir nicht. Ich meine, wir müssen die Situation, die die Alten damals waren, auch berücksichtigen. Ich finde das lästig. Ich sage mal, man muss auseinanderhalten zwischen Schriftsteller und der Person. Ich sage mal, dann kann ich in der Geschichte zurückgehen und mir irgendeinen Schriftsteller raussuchen. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Und wenn ich bei Goethe graben würde, würde ich wahrscheinlich auch was finden, wenn ich will. Ich bin für Strittmatter und man muss das nicht so hoch anbinden. Das wird schon langsam peinlich. Ja. Ja, ich würde sagen, ist ein bisschen vielleicht hochgespielt. Also ich bin dafür, dass er geehrt wird. Eben wie gesagt als Schriftsteller und naja, als Mensch, meine Güte, das ist eben so. Ich meine, von mir aus, das ist ein guter Schriftsteller gewesen, der könnte das hier und die könnten ja auch ehren. Nicht? Warum sollen sie das nicht machen? Ich meine, in Vergangenheit hat jeder mal was. Wissen wir nicht, ne? Also das ist mir egal. Also ich kenne ja den Mann selber nicht. Nicht? Aber ich finde die bisschen albern, denn er hat ja schöne Bücher auch geschrieben. Was ist denn Ihre Meinung zum geplanten Festakt zu Ehren Erwin Strittmatters? Ach, Sie, Frau, sag ich, weiß nicht mal, dass es das gibt. Okay, danke. Okay.